Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming- und liebe Grafikfreunde, denn heute wollen wir einen ersten Blick auf Star Wars Battlefront, Achtung, in der PC-Version werfen, und zwar gespielt mit Ultra-Settings. Und was eignet sich da besser als der Planet Endor und der Spielmodus Kampfläuferangriff? Ich habe gedacht, hier ist das meiste los und uiuiui, das sieht hier schon auf den ersten Blick in diesen Vorschaubildern richtig klasse aus. Ich bin sehr gespannt darauf, wie es im Gegensatz zur Xbox One ausschaut. Ich habe Endor jetzt hier so noch nicht gespielt und ja, erster Eindruck, richtig klasse. Gespielt habe ich das jetzt hier für YouTube auf Full HD, geblockt mit 60 FPS in den Ultra-Settings. Und was wir eben uns anschauen können, in den Einstellungen kannst du ja nochmal die Auflösungsskala hochdrehen. Ich habe das jetzt mal auf 140% gedreht. 100 ist der Standardwert, 140% ist dann schon Super Sampling und man kann das bis 200% hochdrehen. Da soll es dann relativ ruckeln. Habe ich noch nicht testen können. Und ist das erstmal ein optisches Feuerwerk oder mache ich das nur? Boah! Haben die einen rausgehauen. Mein lieber Scholli. Und dann immer noch so, ist kein Singleplayer. Das ist, boah, wie sich das Fahren bewegt. Das, und unten auch diese kleinen Dinger bewegen sich, wenn ich da durchgehe. Das Klee, oder was war das? Boah, ist das dick. Ist das fett gemacht. Ich hoffe jetzt ehrlich, das kommt auf YouTube ansatzweise rüber, wie großartig genial das hier aussieht. Mal gucken, ob ich das mal als 4K spiele und in 4K hochlade. Das wäre dann sicherlich auch nochmal eine fette Grafikschlacht. Mal gucken, wie ich das gescheit aufgenommen bekomme. Im Moment nehme ich das halt mit der Elgato auf, mit einem externen PC. Da ja auch die 1080p Aufnahme. Und es einfach für YouTube halt sich gut macht. Der Y-Wing! Da ist der AT-AT. Wahrscheinlich treffen wir bald auch mal auf Gegner. Aber eigentlich würde ich lieber ein bisschen durch die Gegend lernen und ein bisschen gucken. Boah, das will ich sehen, wie die Bombe auf Angriffskurs gehen. Ich bin heute nur hier wegen Grafik. Es tut mir sehr leid. Ich will gar nicht spielen. Ich will nur sehen, wie die Bombe auf Angriffskurs geht. Oh. Ja, das ist so ungerecht, oder? Da will man einfach mal nur... Da ist man da, um die Natur anzuschauen. Und dann sowas. Ey, aber sieht das fett aus, ey. Mein lieber Scholli, ey. Halleluja. Oh, guck mal, der Skywalker ist da, oder? Und der AT-AT hat Schwachpunkte. Das heißt, wir nehmen den Beschuss auf. Da muss man immer vorsichtig sein, im Moment, wo man sich nur noch auf den AT-AT konzentriert, wird man ganz gerne auch mal von der Seite irgendwo, der AT-AT, wird man halt auch ganz gerne mal irgendwo von der Seite erschossen, weil natürlich die imperialen Truppen dabei sind und das Ding beschützen. Aber wir gehen mit ins Kampfgeschehen rein, für beste Grafikqualität. Ist das geil, ey. Ich finde, der könnte sich ein bisschen mehr wehren, beziehungsweise... Uah, ich bin gestorben! Besiegt von Dr. Brainwash! Herzlichen Glückwunsch dazu! Boah, wo starte ich denn, Mensch, ey? Das gibt's doch gar nicht. Am Arsch der Welt lassen nämlich spawnen. Genau, die Türen vorher zu. Ja, streitet euch ruhig noch alle um das Token, wenn wir drin im Dunkeln rumlaufen und draußen die schönen Explosionen, die Grafikpracht ohne uns abgeht. Ist das? Luke Skywalker kämpft gegen uns, oder was? Da ist er! Wir schießen dem AT-AT auf den Hintern sozusagen. Und von hinten kam AT-ST. Ja, darum könnte sich Luke Skywalker mal kümmern, oder? Boah, ist das ein Hammer, Leute. Boah, also Endor ist echt so eine Pracht geworden, oder? Und das Großartige an der Map ist, obwohl da jetzt ja 40 Leute online sind, das fühlt sich nie voll an, weil die, weil man ja eh nicht so weit gucken kann und... Boah, ist das der Hammer, ey. Ich fand's ja schon auf der Xbox One, fand ich's ja schon toll. Aber das hier ist ja nochmal einen ganzen Schuss drüber. Da war ein Ewok! Habt ihr gesehen? Ewok! Da war jetzt wirklich ein Ewok, das habe ich noch nie gesehen. Haben wir schon gewonnen oder was? Kann ich da runterspringen? Ich will den Token haben. Ne, kann ich nicht. Wo geht's denn hier runter? Wie springt man runter? Oh mein Gott! Weißt du, wo es runter geht? Ich folge dir. Dir lang, dir nach oder was? Das ist schon wieder ein Ewok! Wuhu! Habt ihr gehört, der hat so gequietscht. Das ist immer funny. Ey, man kommt nirgendwo runter, was soll denn das? Doch hier. Endlich mal. Sie haben unseren Uplink deaktiviert. Erfassungssequenz offline. So, wo müssen wir überhaupt hin? Ich bin hier nur so drauf und dran, mir sowas hier Texturen anzugucken. Zieht euch das mal rein, ey. Boah.
Und vor allen Dingen, das läuft hier, guck mal. Das läuft so flüssig. Das Ruckeln gerade war da von der Explosion. Da ist hier neben mir irgendwas explodiert und umgefallen. Hier fallen überall Bäume auf mich, Hilfe! Oh mein Gott, ist das geil, ey. Also ich habe ja schon so ein paar Jammerlappen gehört, es wäre halt nicht schön genug und bla bla bla. Aber das ist ja hier mal der Grafik-Samenerguss überhaupt, oder? Und dann noch in so einer, also da haben sie echt einen rausgehauen. Also ich wirklich, für Grafik gibt es hier von mir gerade mal die volle 10 von 10. Was habe ich hier gekriegt? Kartenerneuerung, was bedeutet das? Achso, da kann ich hier, aber ich habe doch eh, glaube ich, nur die Granate, oder? Achso, nee, wenn ich jetzt Kartenerneuerung drücke, habe ich direkt die... Ah! Wow, ich sollte mal ein bisschen vorsichtig sein, ey. Ab und zu laufen hier auch mal Gegner rum. Man meint es ja nicht, aber... Ah! Bin ich schon wieder unter Beschuss. Komm, ey, könnte ich mal einen killen? Ein kritischer Kill-Assist. Ich gehe erstmal hier unter das Schutzschild. Ablenksignal verloren. Reaktiviert es. Ein Thermal Imploder. Boah, ist das ein Hammer, oder? Nein, es hat sich aufgelöst. Schnell weg hier. Ich würde ja auch mal gerne mal ein paar Gegner sehen. Oh, wie ich keinen kille. Doch, jetzt. Und wie ich sofort wieder auf Nachladen gedrückt habe. Ich bin echt der albernste Stormtrooper aller Zeiten. Ich bin ja gar kein Stormtrooper. Ich bin ja ein Rebell. So, ich verstecke mich jetzt hier. Rebellen, so. Das ist hier so ein bisschen... Camping-Style. Wieder einfach durchlaufen, ne? Ach, das muss der Sirius sein. Das ist egal. Da können wir einfach weiterlaufen. Der trifft so oder so keinen. Ich habe wirklich überhaupt keinen Treffer, ne? Peinlich das ist. Ah! Es liegt an der ersten schlechten Waffe. Das ist wirklich noch die Standardwaffe. Ich glaube, ich konnte auch noch keine andere ausrüsten oder auswählen. Wenn ich mich nicht täusche. Aber ich will das jetzt nicht verteidigen. Ach Gott, oh Gott, ey. Boah, ich könnte so stundenlang durch den Wald laufen. Boah, ist das fett, ey. Skywalker ist hier. Wo denn? Konzentriert euch. Sturmtruppen. Nicht weit weg. Boah! AT-ST von da. War noch gerade da unten irgendwo welche, ey. Komm, ey, das muss aber mein Kill sein, oder nicht? Wieso kill ich hier keinen? Oh, ich habe einen Gegner besiegt. Von wo war der Beschuss? Lord Vader ist auf dem Schlachtfeld eingetroffen. Oh Gott, Lord Vader. Ja, und wenn ein... Oh, da unten war voll... Boah, da von unten war voll Luke Skywalker-Action. Da gehe ich jetzt hin. Nur um das zu sehen. Bomber gestartet und auf Angriffskurs. Oh, das, da ist Darth Vader. Darth Vader wird beschossen von dem besten Spieler auf dem ganzen Platz. Ist es Manuel Neuer? Oh, da ist Luke Skywalker. Ich unterstütze Luke Skywalker bei seinem Kampf gegen das Böse. Das halte ich für wichtig. Ich bleibe einfach in der Nähe von Luke Skywalker. Uah! Nein! Was, war das jetzt in dir ein Double Kill oder was? Oder sah das nur so bescheuert aus? Kann ich hier irgendwas anderes auswählen, außer das Blastergewehr? Nö. Ich bin der Idiot mit dem Blastergewehr. Attackiere den Kampfläufer, das mache ich doch die ganze Zeit. Nee, eigentlich habe ich das noch gar nicht gemacht, ne? Ich habe keine Zeit zum Attackieren. Ich bin einfach geflasht. Ich habe nur Zeit zum geflasht sein. Hier, da. Da unten ist er. Komm her, ey. Wir killen dich. Ach, Fingerverband. Sind wir durch, Kollege? Ja! Juhu! Rang 4 erreicht. Bam. 7 zu 6 positive KD. Das muss ich hochladen. Das muss ich hochladen. Wir hatten da oben 31 zu 10. Ja, ich bin ja später eingestiegen. Das war ein, also wirklich, ich habe angefangen mit anderen Karten und kleinen Modi, einfach um zu checken, wie lange kann ich das hochschrauben mit diesen 140%. Es geht anscheinend noch höher. Es läuft ja absolut flüssig hier. Mega fett.
Also erster Eindruck, ich finde immer noch, ja, also die Leute, die meckern wegen dem Spiel, tun dem Spiel echt Unrecht. Ich finde es im Multiplayer mega klasse. Ich finde es von der Stimmung, also mich saugt es einfach in das Spiel hinein. Ich kann gar nicht sagen, ob es spielerisch irgendwie, weil viele sagen, ja, aber so, naja, das wird halt schnell langweilig oder wie auch immer. Ich finde, es saugt einen komplett in das Spiel hinein. Mir ist es scheißegal, wenn Darth Vader mich ummäht oder Boba Fett vorbeikommt, mich mit dem Flammenwerfer ausrottet. Ich bin einfach nur geflasht davon, wie sehr mich das in Star Wars Feeling reinzieht. Entschuldigung dafür. Entschuldigung, dass ich das gerade hype und feiere, aber ich finde es toll. Ich bin aber auch ein Grafik-Junkie und auf der Xbox One war es schon toll. Ich glaube, auf der PlayStation 4 ist es sicherlich genauso toll. Und auf dem PC jetzt hier mit diesen, mit den Übersettings, der Mega-Hammer. Der Mega-Hammer. Also vielleicht sollten wir hier mal noch ein bisschen höher schrauben. So nach und nach. Ich gehe mal auf 145 oder 150. So fürs nächste Video. Und dann könnt ihr sehen, hier steht die ganze Scheiße auf Ultra. Und vielleicht nehme ich auch mal eins in WQHD auf oder in 4K. Da muss ich mal gucken, wie ich das mit dem Kommentieren mache oder ob ich einfach nur mal Gameplay zeige. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat von der Grafik, dann jetzt, meine Freunde, seid Grafik-Enthusiasten, seid Grafik-Huren wie ich. Daumen hoch. Danke fürs Kommentieren, bis zum nächsten Video und haut rein!